12. Spiel in Folge ohne Niederlage. Und wir haben eine Prämie von 1.500 Euro für den Klassenerhalt ausbezahlt bekommen. Chat, was machen wir denn damit? Gehen wir eine Runde feiern. Ausrufezeichen FM, 5 Team. Da habe ich sogar einen eigenen Code, wenn der mich unterstützen möchtest. Aber ja, wir zocken ja den Sega FM jetzt auch schon einige Zeit. Achso, warte mal, jetzt müssen wir reingehen ins Training. Die haben auch seit 10 Spielen nicht mehr verloren. Also von dem her, das ist schon kein leichter Gegner gewesen. So, das heißt, ich mache hier defensives Positionsspiel. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Und jetzt haben wir, wie gesagt, eine ganz spannende Partie schon wieder vor uns gegen Titus. Gegen Titus Betange. Titus hat nur unentschieden gespielt. Das habe ich jetzt geskippt. 3-3 gegen Monnerich. Das hätte ich ja jetzt so nicht erwartet. Monnerich in der 85. Und dann haben sie sogar eine Bude gemacht und die hat nicht gezählt. Seht ihr auch, die verspielen einen 2-0. Ist das gut für uns. Das heißt, meine Damen und Herren, wir können jetzt mit einem Sieg einen unfassbaren Schritt machen. 3 Mannschaften mit 40 Punkten und alle sehr nah bei der Tordifferenz auch noch zusammen, ne? Krass. Und dann hast du Düdelingen mit 38 auch noch. Also, es kämpfen, Jeunesse Esch hat sich so ein bisschen jetzt leicht abgesetzt. Es kämpfen Mannschaften von Platz 4 bis Platz 8 um den internationalen Platz. Boah. Mal so ein kleiner Blick auch auf Straßen. Wie sind die so drauf? Gegen die spielen wir bald im Pokal. Ja, die kommen so langsam wieder ein bisschen in Form, ne? Spielen jetzt gegen Monnerich. Schauen wir mal, hoffentlich verlieren sie da. Das wäre für uns ganz gut. Und dann geht's rein. Probier das nächste Mal Castro als Inverser für Pereira. Wäre dann quasi ein 4-3-3. Vielleicht kommen die Positionen dann etwas mehr zur Geltung. Aber Castro war Linksfuß, ne? Könnte man ausprobieren, ja. Könnte man ausprobieren. Nach Kraft Ausdauerzirkel. Gestern spüre ich Muskeln, die kannte ich noch gar nicht. Oje, oje, oje. In Luxemburg, Niederlande und Belgien gibt es Städte, die wurden noch besoffen gegründet. Düdelingen, das kann doch nicht deren Ernst sein. Düdelingen. Schauen wir mal rein, aber ja, das könnte durchaus eine Option sein. Aber inverser Flügelspieler mache ich trotzdem nur. Nicht Flügelstürmer. Und Trani wird auch wieder bald zu uns stoßen. Joboschlei ist zur Stelle. Wie sieht's in der Bundesliga aus? Bayern immer noch 4 Punkte. Schauen wir mal, Bayern spielt gegen Stuttgart. Dann spielt Bayern gegen Union Berlin. Dann spielt Bayern gegen Leverkusen, das wird nicht leicht. Dann spielt Bayern gegen Schalke, das wird leicht. Dann spielt Bayern gegen... Wo sind sie? Hoffenheim. Dortmund ist weg vom Fleck. Die kommen ja gar nicht mehr rein. Die waren so nah dran eigentlich. Schau mal, was die jetzt alles verlieren hier. Oh, Dortmund ist in der Champions League raus. Gegen Leipzig. 3-mal gegen Leipzig gespielt. 1 Unentschieden, 2 Niederlagen. Ei, 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 ei. Ah ja, stimmt, das hatten wir ja hier. Das wissen wir ja. Weil Bayern gegen Leipzig spielt. Klar. Klar, klar, klar. So, wir gucken mal kurz, apropos Trainer, bla bla bla, wir machen uns mal einen kleinen Überblick über aktuelle andere Jobs. Was gibt's denn da so Schönes? Galatasaray, Rapid, Altach, Hearts, Tuluá, Vizela, Giannina, Richards Bay, Caracas. Oh, Caracas, Chat, das haben wir uns schon mal angeschaut. Die gefährlichste Stadt der Welt. Vicev, Kriens, Genkleri Bidlitschki oder so, Lokomotive Tbilisi und Chojnitschanka. Naja. Bruno Labbadia bei Bielefeld, sehr unsicher gerade. Der Bruno.
Sandro Schwarz bei Magdeburg auch. Eieiei. Aber okay. Das sind soweit die Informationen für euch. Ach so, und müssen wir jetzt nicht langsam, aber sicher mal den... ja, Klose ist hier nicht mehr, aber Trainer, schon lang nicht mehr. Begeistert. Erstens mal möchte ich wissen, wie der Zusammenhalt ist. Immer noch schlecht, aber es wird besser. Es wird besser. Und ich würde gern wissen, ich muss jetzt mal meinen Trainerschein langsam durchhaben. Haben wir nicht gemeint, im März spätestens? Jetzt ist schon April. Aber wir lernen immer noch, oder wir sind durchgefallen. Vielleicht sind wir auch durchgefallen. Ich weiß es nicht. Wir werden es schon irgendwann erfahren. Bei mir ist gerade der HSV 2026 Herbstmeister. So, ich guck mal wieder kurz rein. Kickbase live, wie sieht das aus? Schorzimmer 24 Punkte, 23 Punkte, Endo 6, gut, das ist durch das Ding. Gewinnt Kiel jetzt da 3-0, ey, Wahnsinn. Braunschweig war zu Hause, doch jetzt die letzten Spiele gar nicht so schlecht, ne? DOR, gegen den haben wir gerade gespielt. Der, nee, DOR hat gerade die Top-Chance gehabt, ne? Der hatte die Top-Chance in der letzten Minute und dann wurde das Tor nicht gegeben. Sonst wäre Titus jetzt weiter dran. Sieht die 10 Spiele ohne Niederlage. Crazy. Okay. Ich spiele gerade die Mod, wo City in die englische Sechste gespielt wurde, wegen den Finanzverstößen. Ich habe nach 13 Spielen über 100 Tore geschossen und Haaland hat alleine davon 80. Wow. Zweite Liga, 11. Woche. Maldini. Daniel Maldini. Fabi Nürnberger mit dabei. Herrlich. Tobi Beck. Ah, der ist immer noch bei Ingolstadt, da. Eieiei. Die haben doch so eine Woche, sich vorzubereiten. Achso, der Sky-Kommentator hat gerade Justwan von Paderborn Clement genannt. Ja, ist halt durcheinander gekommen. Passiert. Passiert. 1-3, jetzt geht's los. Wer hat getroffen, Maxer? Wer hat's gemacht? Form loben, ja. Ah, ich bin auch blöd. Jetzt ist es zu spät, ne? Ah, ne, kann ich noch. Sehr gut. Oh Gott, das wäre ein Freund, ich muss aufstoßen. Verwarnen wir mal den Keeper. Naja. Ja. Sehr gut. Maurice Multhaupt. Ich habe den FC Nöttingen immer noch nie nach Europa geführt, aber momentan reizt mich der FM irgendwie nicht, ja? Gibt immer so Phasen, ne? Verstehe ich. Habe ich auch manchmal. Mal reizt einen der FM mehr, mal weniger. Aber das Schöne ist beim FM, der Reiz kommt immer irgendwann zurück. Er wird nie ganz weggehen. Dutt. Robin Dutt bei Alltag. Was macht Robin Dutt eigentlich aktuell? In echt. Sehen wir das hier? Wolfsberger AC. Ist der da in echt auch dann? Und jetzt haben wir es, Freunde. Wir haben sogar die etwas bessere Quote im Sinne von, ne, wir sind eher Favorit. Wahnsinn. Ich hoffe auf Kubra in der Startelf. Naja, na klar wird Kubra in der Startelf stehen. Kenne ich auch, da hat man dann einige Wochen keine Lust. Die brauchen nächsten Teil. Mal richtig starke Änderungen. Ich hätte gerne Trainerbank-Cam. Das wäre lustig. Das wäre lustig. Ich spiele den FM immer, während ich mit meinen Omas telefoniere. Die erzählen immer das Gleiche. Wow. Wow. Du hörst also den Omas nur so halb zu. Das ist natürlich frech. Chris, das ist frech.
FC Nöttingen, alle hier am Start. Die FC Nöttingen Ultras sind hier, glaube ich. Der Club gewinnt gegen Bochum. Ei, 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 so eine Schneeballschlacht, sag ich da nur. Guckt euch das mal an. Das wird so spannend. Hoffentlich kommt der Club hoch. So, Foda Esch gegen Niederkorn. Titus gegen Differdingen. Oh Gott, das ist schon wieder Wahnsinn. Du trainiert Wolfsberg. Okay, ja, dann stimmt das noch. Das wird schon wieder, oh Gott, die nächsten zwei Partien. Do or die, sagt man doch so schön, oder? Do or die. Die werden Wahnsinn werden. Sag ich euch ganz ehrlich. So, 4-2-3-1 System. Trani ist wieder soweit fit. Kommt mit für... So, jetzt müssen wir schauen, wie wir das am geschicktesten machen. Parera muss mit Pflicht. Serpezis. Oh, das ist kacke. Ich muss fast Serpezis rausnehmen. Lempereur für außen. Suarez für IV. Aidano ist immer schnell platt. Jovanovic Sechser. Trani Parera hier. Beziehungsweise Castro können dann vorne reindrücken. Wir haben halt keinen anderen Stürmer in dem Sinn. Gut, Parera kann sich schon auch vorne reinschmeißen. Aber die drei sind da schon, ne? Aber das passt. Und ich habe halt nur 5 Plätze. Ja, Castro darf spielen. Und wir haben 2 gelb vorbelastete Spieler, aber das ist wurscht. Die nächsten 2 Spiele sind nicht ganz so schwierig in dem Sinn. Liverbird, mein Lieber, guten Abend. Guten Abend, Liverbird. Du kommst gerade genau richtig. Das wird jetzt Wahnsinn. Also die Partie wird wichtig sein, um in der Tabelle nach oben zu kommen. Und die nächste Partie auch. Die nächste Partie ist nämlich das Halbfinale im Pokal, wo Strassen den Pokal nicht gewinnen darf. Sonst fällt Platz 4 als internationaler Wettbewerb weg. Also als Ticket weg. Das heißt, wir müssen Strassen aus dem Pokal schmeißen und müssen jetzt dafür sorgen, dass Platz 4 möglich ist. Wir wollen Revanche nehmen. Vertrauen, Dominanz, Vollgas. Boah, N'Golo hat Bock, Freunde. N'Golo war bis in die Haarspitzen motiviert. Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht, wenn der bis in die Haarspitzen motiviert ist. Weil dieser N'Golo, der kann was. So, wir starten. Auch mal ein bisschen beobachten, wie sich Castro verhält. Nachdem wir jetzt das System umgestellt haben und Castro ein inverser Flügelspieler ist. Auch das wird interessant zu sehen sein. Hier haben wir mal so, ich meine, es sind erst 5 Minuten, aber alle fast auf einer Höhe da vorne. Das ist wirklich fast ein 4-3-3. Wieso nicht einfach über den Pokal nach Europa? Da habe ich was verpasst. Ja, wie gesagt, wollen wir ja machen. Aber wenn wir jetzt gegen Strassen spielen, haben wir das praktisch, das ist ein doppelt wichtiges Spiel. Weil wenn wir gegen Strassen spielen, würden wir uns die Chance wahren, über einen Pokalsieg international zu spielen. Und wenn wir gegen Strassen gewinnen, wäre damit auch Platz 4. Oh! Castro! Wie macht er denn den? 16. Minute. Das sind 30 Meter. Und er haut ihn da oben in den Knick. Wahnsinn. Ey, und wenn wir Strassen im Pokal raushauen, dann ist die Wahrscheinlichkeit bei 95%, dass Platz 4 in der Liga auch für ein Pokal, für internationales Geschäft reicht. Das heißt, wir hätten dann 2 Optionen weiterhin mit einem Sieg gegen Strassen. Entweder wir kommen in der Liga auf 4 und können dann sogar das Pokalfinale verlieren, oder wir gewinnen das Pokalfinale und die Liga wäre wurscht. Wahnsinnsding. Jetzt haben wir halt auch so ein bisschen das Glück auf unserer Seite, das muss man sagen. Ja, Mexe, du bist doch schon der Co-Trainer sozusagen. Du, ihr seid alle meine Co-Trainer hier. Wir haben einen riesen Trainerstab. Ich weiß nicht, wie viele Leute gerade zuschauen, aber sagen wir mal, wenn es so 200 sind, dann haben wir 200 Co-Trainer. Wisst ihr? Klar. Veto zu der Vergabe der internationalen Plätze. Warum? Bolex, was ist jetzt los? Piringer wurde ausgewechselt. Pech für Tusche. Der gibt kaum Punkte. Herrlich. Piringer hatte vorhin minus 1. Wichtig wäre, wenn Lautern zu 0 spielt. Dann würde ich da auch nochmal Punkte kriegen. Nein, ich glaube abseits, oder? Ja.
Habe ich gut gesehen, Chat. Gute Augen. Gute Augen. Gute Augen. Schaut euch das an. Wir springen vorbei an Titus. Jetzt wäre sogar... ich sag nichts. Schönes Esch drin. Was passiert? Wir haben 3 Schüsse, 2 auf Sturm mit einem 0,08er Expected Goals Wert. Also Castro rettet uns gerade sowas von. Aber das Schöne ist, wir stehen scheinbar überragend. Falcao, wenn die kalibrierte Linie noch zu sehen ist, macht das auch super. Rein da. Oh, nee, Nacho, ich werde dich niemals ignorieren. Platz 4 ist jetzt für die Euro... Conference League. Sollte aber zum Beispiel mit Differdingen auf Platz 4 stehen und den Pokal holen, dann spielt Platz 4 in der Euro League und Platz 5. Aber das wäre ja... Achso. Ja, aber das wäre ja uns auch wurscht. Oder? Das wäre uns am Ende ja auch wurscht. Unabhängig davon, ob es jetzt gerade stimmt. Also so... Ist ja wurscht auf jeden... Also in dem Fall ist die Regel im Pokal eigentlich eh wurscht, weil solange wir gegen Strassen gewinnen, stehen wir im Finale und haben gute Chancen, Platz 4 oder wenn es in dem anderen Fall Platz 5 wäre, auf jeden Fall zu erreichen. Das heißt, wir haben auch weiterhin 2 Chancen, ne? Aber das können wir uns dann gleich nochmal anschauen. Ich meine aber, so wie es ich erklärt habe, müsste stimmen. Zumindest verstehe ich die Regel laut FM so. Moin Marcel. Aber wir hauen jetzt erstmal Straßen weg und wenn das der Fall ist, dann können wir uns Gedanken machen, würde ich sagen. Da noch gelb vorbelastet, sehr gut. Aber die sind relativ fit nach einer Stunde da noch. Chitinkaya kann klären. Oh, stehen wir gar nicht gut, der ist drin. Da stehen wir gar nicht gut. Da stehen wir gar nicht gut. Titus Ausgleich. Das hat jetzt gerade hier vor allem auf unserer rechten Seite überhaupt nicht funktioniert. Schaut euch das mal an. Und das nach einem Abstoß. Die gehen beide hin. Aidano hält das abseits. Er hebt das abseits auf. Und N'Golo hat so eine kleine Flaute. Das heißt, ich werde umstellen. Castro, N'Golo, Padera rein. Oh, Kubra. Erholt sich von einer Blessur. Warte mal, da müssen wir mal kurz warten. Motiviert. Ob es bei ihm wieder besser wird. Ja, doch, oder? Es wird besser. Gut, Christensen. Aber ich muss ihn trotzdem eigentlich rausnehmen. Nee, Padera nicht invers. Glaube ich. Schauen wir gleich mal. Den werden wir, muss ich noch umstellen wieder. Nein. Oh Gott, ich dachte gerade, er gibt den Elfer. Ich nehme Kubra raus. Ja, das ist mir jetzt gerade ein bisschen zu... Das ist mir jetzt ein bisschen zu risky. Bringe ich Lempereur. Padera, das haben wir auf seiner angestammten Posi-Spiel. Castro vorne drin. Flavio Silva vorne drin. Die beiden, die momentan formtechnisch unsere stärksten Spieler sind. Da ist N'Golo eher raus. Und unsere Defensive macht keinen guten Eindruck. In der 75. bringe ich nochmal Trani. Ich bin gerade nur am Überlegen, für wen. Ich glaube aber fast für Parmigiani. Trani für Parmi. Geh raus, dreh das Spiel, Jung. Also Trani nach seiner Verletzung jetzt... drin. 15 Minuten. Ein Unentschieden wäre an sich auch wieder okay. So ist es nicht. Wenn wir den Schnitt halten würden. Ich habe Angst. Gegen Top-Mannschaften unentschieden, gegen die vermeintlich anderen in Sieg, dann wird es passen, weil sich die Top-Mannschaften in den nächsten Wochen auch noch gegenseitig Punkte wegnehmen würden. Aber sollten wir die Partie verlieren,
dann wird Titus halt mal ordentlich marschieren, ne? 3-2. Braunschweig kommt wieder. Ich guck gleich, Bollex. Ich guck gleich nochmal. Konzentration nochmal schnell auf die letzten Minütchen. Langer Ball nach vorne. Mein Auge juckt. Stumpf. Etienne. Nehmt Sarre mit. Gebin. Linie entlang gespielt. Gomez. Oh, sieht nicht so gut aus in der Mitte. Rodrigo Falcao hat den. So gefühlt ist das die erste Partie seit langem, seit echt absolut langem, wo tendenziell eher der Gegner am Sieg nah dran ist. Jetzt aber auch nicht mega anders. Also mega stark, ne, dass man sagt, die müssen das eigentlich gewinnen, so ist es auch nicht. Aber minimale Vorteile gefühlt, Gomez. Sar. Abgelegt, Hamza. Cetin, Kaya, Flanke. Aitano, Trani, mach's ruhig, ganz stark. Rodrigo Pereira, der ist noch ein bisschen frisch, der hat jetzt nochmal Platz. Mit dem Ball auf Castro, wenn es kein Abseits war, ist es die Chance! Und er hält ihn, aber es war auch Abseits. Es war die 90. Minute in Titus Petange. Amen. 3 Minuten. Ich glaube, das war's. Es gibt nochmal den Freistoß. Das ist jetzt die allerletzte Aktion. Castro, Vogel und dann pfeift er ab. Es ist ein Unentschieden. Die unentschiedenen Wochen gehen weiter. Aber das ist okay. Das ist okay. Damit können wir leben. Ich sag trotzdem, ich bin eher unzufrieden. Das war einer dieser Tage. Pech, aber die Leistung hat gestimmt. Ne? Ist in Ordnung, nimmt man mit. Julian, dankeschön für den 6. Monat. Vielen lieben Dank für ein halbes Jahr Support. Dankeschön, Julian. Danke. Schönes Esch gewinnt gegen Mondorf. Hesperingen gewinnt. Rassing gewinnt gegen Düdelingen. Schieben sich damit vorbei. Aber alles gut. 2 Punkte auf Titus, 2 Punkte auf Rassing. Straßen holt ein Unentschieden. Gegen die spielen wir jetzt. Also starten auch nicht perfekt, was die Formkurve angeht. In dieses Pokal-Halbfinale. Und ich muss das Training einstellen. Danke, Julian. So. Rocket League meinte, war, dass hier, 13 Spiele übrigens ungeschlagen mittlerweile, dass hier Folgendes steht. Und zwar, pass auf, also ich weiß es nicht, ne? Das ist ja auch von Leuten eingefügt. Hier steht, Platz 4 in der Liga. Erste Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League. Abhängig vom Luxemburg-Cup-Sieger. Deswegen heißt das persönlich für mich, so habe ich jetzt zumindest interpretiert, wenn einer, derjenige, der den Pokal gewinnt, kriegt diesen Platz dann. Außer es ist einer der 3, dann rutscht einer nach. So habe ich das jetzt verstanden. Das ist Champions League, Europa Conference League, Europa Conference League, Europa Conference League. Und insgesamt wären es dann praktisch 3, ne? Warte mal, nicht Hesperingen, sondern machen wir uns. Terminplan. Oder? Mein Gott, jetzt bin ich aber hier kompliziert unterwegs. Regeln. Der Sieger qualifiziert sich für die erste Qualifikationsrunde der UEFA Europa Conference League. Am 1.6. ist das übrigens auch nicht mehr so lang. Für mich sieht das aus nach erster CL-Platz und 3 Conference League-Plätze. Ja, finde ich auch. Insgesamt. Einer Pokal. Und wenn das derjenige ist, der sowieso schon über die Liga qualifiziert ist, dann fällt dieser Platz weg und 2 weitere aus der Liga kriegen's. Also 3 und 4. Oder wenn derjenige das aus dem Pokal ist, dann ist es, und der ist irgendwie Platz 4 bis letzter,
dann kriegen Platz 2 und Platz 3 in der Liga auch noch den Posten. So versteh's ich, aber wir werden sehen. Ich meine, wir geben einfach unser Bestes und schauen, wo wir bei rauskommen. Und halt, ich wollte das Training einstellen. Rodingen gewinnt gegen Witz. Sonst haben wir schon oft unentschieden gespielt. Ist jetzt nicht schlimm, um Gottes Willen. Ich meine, schaut euch an, wir sind immer noch seit dem 23.10. ungeschlagen. Ja, das können wir mal schauen, Maxa. Das ist eine gute Idee, das machen wir gleich. Jetzt will ich nur schnell das Training mal machen. So, und zwar spielen wir hier gegen Strassen. Dann mache ich hier Teamgeist und mache hier mal soziales Engagement. Ich weiß halt nicht, ob ich hier sowas machen kann. Ich traue mich nicht, weil nicht, dass sich da irgendeiner verletzt. Okay, also jetzt schauen wir uns das Ganze mal an. Wir gehen mal rein in die Luxemburg National League und schauen uns mal das letztes Jahr an. Achso, warte mal, kann ich da die Tabelle? Ah ja, das geht. So. Letztes Jahr Hesperingen Meister, Düdelingen, Rassing und Niederkorn kamen in die UEFA Conference League. Und letztes Jahr gewonnen hat Rassing. War jetzt der Rassing dabei? Ja. Aber Rassing hat als Dritter das gewonnen. Dementsprechend kam Niederkorn mit rein. So verstehe ich. Warte mal, wir können noch mal ein Jahr zurückschauen. Da waren ja wieder dieselben vier gefühlt drin. Hesperingen, Niederkorn, Rassing, Düdelingen. Niederkorn. Ja, super. Spielanalyse, glaube ich, können wir gar nicht machen, weil wir keinen Analysten haben, oder? Wo ist das unter? Hier, glaube ich, eigentlich, ne? Eins bis drei, oder halt zwei und drei. Zwei und drei Conference League. Erster ist ja Champions League. Zwei und drei Conference League plus Pokalsieger oder Ding. Ne? Ich weiß es nicht, Chat. Ist ja jetzt auch wurscht. Neves sondiert seine Optionen. Der Edgar Neves. Mal kurz schauen, dass ich. Ja. So. Ist in Ordnung, das darfst du ruhig machen, das ist kein Problem. Das ist gar kein Problem. Es verwirrt mich. Mich auch. Paderborn führt 1-0? Nein, Sean Zimmer hat ein Gegentor kassiert. Wer hat's gemacht bei Paderborn? Heuer, Jannis Heuer. Just Van Muslia, oh Gott, die werden so alle punkten. Ich hasse Leute, die jemanden von, soll ich schon sagen, von Regensburg, von Paderborn haben jetzt gerade. Mann. Direkter Freistoß von Heuer. Schöne Bude. Ein Schuss wie ein Ungeheuer, kann man sagen, ne? Wahnsinn. So, weiterer Tiefpunkt für Magdeburg. Wir gucken mal wieder rein, Chat. Ich möchte das natürlich aus egoistischen Gründen weiterverfolgen. Zweite Bundesliga, wie sieht's denn aus? Ah, ist noch nichts passiert. Klub spielt gegen Sandhausen. In Sandhausen. Interessant, interessant. Bochum in Karlsruhe. Na, mal schauen. Warum schießt der Innenverteidiger die Freistöße? Ja, solange er trifft, ne? Solange er trifft. 4-4-2. Aber Strassen, wir haben es angesprochen oder vorhin nachgeguckt, wir haben 5 Siege, 1 Unentschieden in 6 Spielen gegen Strassen. Also das ist so ein bisschen unser Lieblingsgegner mitunter. Viel besser geht's nicht. Die Bayern 6 Punkte weg, haben scheinbar gegen Leipzig gewonnen. Das heißt, die Bayern werden wohl deutscher Meister werden. Kann ich nochmal mit der Mannschaft reden vor dieser Partie eigentlich? Ja.
Okay, alles in der Freude, aber ich habe das halt gerade schon mal gesagt, deswegen kommt nicht viel mehr. Aber ich will jetzt da auch keinen, ich will jetzt da auch kein Fass aufmachen und sagen hier, ne, von wegen, wir wollen mehr. Das ist noch ein bisschen zu früh dafür. Das ist noch zu früh. Braga B. Ist halt ein Linksverteidiger, da sind wir eigentlich schon gut aufgestellt. Sind wir zu weit weg finanziell, das wird nichts. Oliver Henriksund, der hat aber noch ein bisschen Vertrag. Joaquin Lopez, Außenverteidiger links, mitspielender Torwart, Alip Arda. Viele Zuschauer erwartet, ungefähr 1.100 Tickets sind weggegangen. Es wird erwartet, dass man ungefähr 1.100 Tickets für das Duell am Mittwoch verkaufen kann. Wir spielen auswärts. Der Zuschauerschnitt bei Heimspielen von Straßen liegt zum jetzigen Zeitpunkt der Saison bei 215. Differdingen kann sich über viele mitgereiste Fans freuen, denn es werden 800 erwartet. Also das Verhältnis zwischen Auswärts- und Heimfans ist 800 zu 300 pro Auswärtsfans. Das ganze Dorf kommt mit, Freunde. Wahnsinn. Puh, ist das eine wichtige Partie, ey. Jetzt holen wir auch den ersten Pokal-Chat. Also wir haben ja mit dem FC Elva schon einen Meistertitel geholt, auch wenn es ein Zweitligameistertitel ist. Holen wir jetzt, wir sind wir sind zwei Siege von einem ersten Pokaltitel weg. Das ist nicht viel. Oh. Nabi Nur Zuma. Er läuft wieder Ende des Jahres aus. Das ist blöd mit dem Vertragsschluss Ende Dezember. Was haben wir denn? Vergleich das mal mit den 6 Zuschauern zu Elferzeiten. Ja, da haben wir schon gut weitergearbeitet, ne? Das gefällt mir. So. Beide Spiele zeitgleich, 16 Uhr auf Mittwoch. Die Frage, die ich mir stelle, Straßen des luxemburgischen Sandhausen, ist, wie wollen wir das Ganze angehen? Lee und Marino, gelb vorbelastet, könnten ein Finale verpassen, wenn das so möglich ist. Und lieber Chat, ich werde jetzt was machen. Ich werde N'Golo erstmal auf der Bank lassen. Die letzten 2 Spiele von François Xavier N'Golo, außer ich verpasse jetzt was und habe was falsch im Kopf. Gegen Jeunesse Esch eine Vorlage gegeben. Wie? Ja, die beiden sind halt aktuell gefühlt besser drauf. 0,01 Expected Goals. Ich weiß nicht, Castro. Wobei, nee. Ich lasse Castro aber auf der Bank dann. Wobei, der hat halt gerade getroffen, aber es war auch ein Freistoß. Sonst kam da auch nichts, ne? Nein, ich muss N'Golo spielen lassen. Sonst ändere ich, glaube ich, soweit nichts. Ich werde auch mit dem System spielen. Pomponi Simoes. Pro N'Golo, ja. Wir gehen damit rein. Parreira wieder als normaler Flügelspieler. Und dann schauen wir mal, Freunde. Schauen wir mal, was wird. Dynamite, danke für den Follow. Und Masi Moritz nochmal vielen lieben Dank. 46 lange Monate auch schon am Start. Einen wunderschönen guten Abend, falls ich sie gerade vergessen haben sollte. Es tut mir sehr leid. Ich bin mit dem Fokus voll da drin. Voll da drin. Kleines Wettchen, wenn einer 10 eine Wette machen möchte, gerne. Oh, wir erreichen gerade die Mannschaft nur so halb.
Aber ich bin jetzt natürlich mit vollem Fokus beim Spiel. Ich kann jetzt da nicht mehr auf was anderes gucken, ne? Das ist klar. Aktuelle Form. 2 Siege, 2 Unentschieden. 5 letzte Spiel verloren. Wir heute in Schwarz-Rot, Freunde. Die Wettbüros scheinen aufgrund einer Razzia heute geschlossen zu bleiben. Das ist aber auch vollkommen in Ordnung, Chat. Dann bleibt der Fokus halt auf dem Spiel. Gehen wir es an. Wir also in Schwarz, Straßen in Rot, Road to Berlin. Also das luxemburgische Berlin. Wo auch immer die dann spielen. Das könnte das erste Pokalfinale werden für Hösch. Ist der Mann bereit für ein Pokalfinale? Das werden wir gleich herausfinden. Jetzt müssen wir erstmal gucken, ob der Mann Halbfinale kann. Vogel. Vogel mit dem Fehler. Abschluss geht dann aber Gott sei Dank nicht rein. 0-0, 5 Minuten gespielt, nicht 45. Das war, glaube ich, auch Abseits, wenn ich es jetzt richtig gesehen habe. Nee, war es nicht. Kein guter Start. Verunsicherte Abwehr da bei uns. Der erste Reinruf des Trainers. Und es gibt den Abstoß. Rodrigo Falcao. Vielleicht muss er heute ja in den Elfer schießen. Wir werden sehen. Das ist Parmi. Der köpft den erstmal auf die Seite. Parera ganz stark. Lässt den im Spiel. Legt quer auf Flavio Silva. Flavio Silva wieder mit einer wunderbaren Übersicht rüber auf Marino. Marino wird da alleine gestellt. Muss aufpassen, dass er den Ball nicht verliert. Löst sich schön. Nimmt Aidano mit. Aidano verlagert das Spiel auf Vogel. Vogel, langer Ball. Flavio Silva kommt nicht hin. Christensen, jetzt kann schnell gehen. Durchgesteckt, wunderbarer Ball. Rodrigo Parera! Erster Abschluss. Aber der Ball geht leider knapp über den Kasten. Babit. Gay. Langer Ball, Gustavo Perez. Schön gespielt. Mavatu mit Platz, mit dem Abschluss. Aber geblockt, es gibt die Ecke. 13 Minuten durch. Strassen macht gefühlt den etwas leidenschaftlicheren Eindruck. Mehr vom Spiel und wir kommen dann noch nicht so ganz rein. Den einen Abschluss, den wir gesehen haben, das war auch die einzige gefährliche Chance. Stade de Luxembourg. Ich feuer mal an. Wie bitter, aber geht auch vorbei. Da muss mehr kommen. Die Highlights beginnen immer mit einem Abschluss vom Keeper. Und aktuell ist das Problem genau, dass wir diese Bälle da vorne nicht gewinnen. Und dann hat natürlich dementsprechend Strassen den Ball, wenn wir uns da vorne nicht durchsetzen können. Aber es fällt keiner von der Leistung krass ab. Also Lebe kommt viel zu tun, der macht's gut, hat eine 7-0. Gut, Parmi, jetzt müssen wir mal kurz schauen. Aufpassen, Babit, Flanke, Mavatu, Falcao hat den. Parmi, der so ein bisschen ja den Spielmacher geben soll mit einer 6-6, hat die schlechteste Note. Das ist vielleicht das einzige Problem. Flavio Silva, schöner Ball nach unten. Rodrigo Parera, der hat ein bisschen Platz, nimmt Christensen mit. Kontern können wir, Christensen. Kann er ihn durchstecken? Nee, er muss nochmal über Marino gehen. Flanke ist gut, Silva ist da! Perfekt herausgespielt. 25. Minute, 1-0. Für Differdingen. Was war das denn? Wunderschön. Christensen. Legt den nochmal nach außen und dann Marino mit viel Gefühl. Und da ist die Lücke. Silva ist da. Er köpft ihn rein. 1-0. Und sehr gut. Finde ich gut. Wir machen kurz ausspielen. Der Torhüter soll die Bälle jetzt nicht mehr nach vorne dreschen. Der soll die kurz rausspielen. Rodrigo Parera. Freistöße können wir irgendwie, ne? Unser Co-Trainer Mexa schreit's rein, aber das ist absolut richtig. Wenn wir da vorne uns heute irgendwie physisch nicht durchsetzen können, dann spielen wir das halt hintenrum kurz raus. Warum nicht? Und kriegen damit vielleicht wieder ein bisschen mehr Zugriff aufs Spiel. Parera. Parmile. Oh, schade, aber nochmal die zweite Chance. Ball abgefälscht. Die sind sich unsicher. Die kloppen das Ding vor und da ist niemand. Halbe Stunde durch, Stand jetzt stehen wir in unserem allerersten Pokalfinale in der Journey. Wir haben den Meistertitel und
vielleicht bald einen Pokalsieg. Fehler! 2-0. Und das im Jahr 2025. Rodrigo Parreira, aber wir wollen noch nicht zu viel träumen. Aber das sieht sehr, sehr gut aus. Dicker Patzer vom Keeper und Parreira ist da, wo ein ja, Stürmer oder Offensivspieler stehen muss. Wir schreiben die 33. Minute. Es steht 2-0 für Differdingen. Jetzt kommt aber Barbit. Und das Spiel hat es in sich. Das Spiel hat es in sich, ich merke das schon. Das wird hier nichts. Also das wird interessant. Barbit, Traumfreistoß. Drin das Ding, 30 Meter. Was passiert hier? Parmi immer noch mit einer 6,6. Das könnte der Zeitpunkt sein, an dem wir einen Trani in guter Form brauchen. Aber die Frage ist, können wir Trani die gute Form schon zutrauen? Nachdem er jetzt von der Verletzung kommt. Auch der Freistoß nicht schlecht. Am liebsten würde ich Trani und Castro bringen. Für Parmi und N'Golo. Kubra, aber wir schauen mal, ob wir es mit Reden lösen können. Schöner Ball. Rodrigo Parreira, Flanke. Oh, da waren so viele Leute frei. Marino, der bringt die Dinger immer direkt rein und das gefällt mir. Das gefällt mir, der fackelt nicht lang. Schade. 2 Minuten. Wir gehen in die Pause. Einmal tief durchschnaufen. Könnt definitiv noch einen Gang zulegen. Weiter so, ihr könnt den Unterschied machen. Ihr wart heute die Chefs im Mittelfeld. Jo, kann man nicht, also ist in Ordnung. Und ihr wart nicht so schlecht, aber ihr könnt noch mehr. Gehen wir mal rein bis zur 60. Kriegt Parmi, kriegt N'Golo noch Zeit. N'Golo ist echt in so einer kleinen Krise. Wenn man das Krise nennen kann. Aber das Gute ist, dass halt dann zeitgleich Flavio Silva und Castro auf einmal treffen. Also wir haben nie eine Clubkrise, wo kein Stürmer trifft, sondern dann trifft halt mal einer gerade nicht, aber dann spielen halt andere, ne? Das gleicht sich ganz gut aus. Parmi geht hoch auf eine 6,7 und 6,8. N'Golo immer noch eine 6,5. Also den werden wir zur 60. rausnehmen müssen. Da bleibt uns nicht viel anderes übrig. Und dann darf Castro sich mal wieder versuchen. Silva, gut abgelegt. Ganz viel Platz. Ricardo Parreira, überragender Ball, da ist er. François! Xavier! N'Golo! Ich sag doch, Freunde, manchmal braucht so ein Stürmer auch nicht viel Chancen. Gut, dass wir ihn nicht raus haben. 3-1. Der Junge ist wieder da. Der Junge ist wieder da. Und das geht absolut in Ordnung. Ich weiß gar nicht, wir können mal schauen, wie es auf den anderen Plätzen steht. Aktuell Niederkorn. Oh, ist das ein Duell. Ist das ein Duell. Ist das ein Duell. Niederkorn ist wie Club gegen Fürth. Niederkorn-Differdingen ist wie Club gegen Fürth. Und das im Finale. Das wird Wahnsinn werden. Lee, mit viel Platz, kann er durchstecken. Er steckt ihn auf Christensen durch. Warum auch immer, der direkt drüber auf N'Golo. Und es gibt den Freistoß vor Abseits. So, Stunde durch. Wir wechseln mal. Aidano raus, Ruben Suarez rein. Der kriegt ein bisschen, was heißt Spielpraxis nicht, aber Aidano ist halt immer so schnell platt. Deswegen machen wir das. Parmi wird auch noch reinkommen. Trani. Und dann werden wir mal schauen, aber das machen wir erst zur 70. Ich traue Trani immer noch nicht so ganz mit seinem Knie und mit seinem Unterschenkel und was nicht allem. Den müssen wir langsam ranführen, der soll sich nicht wieder verletzen. Suarez. Marino. Ich liebe den. Christensen, den liebe ich auch. Suarez, den liebe ich auch. Ich liebe die alle. Parmi. Marino. Ah, komm nicht entgegen. Barbit durchgesteckt. Kamara. Wir kassieren aber auch Dinger, ne? Er ist gelassen. Marino, der Ball auf N'Golo kommt nicht an. 3-2. Was ist hier los? Was ist hier los? Suarez, super. Niederkorn immer noch 2-0. Kotokoto Mujema, der Mann, der mittlerweile, glaube ich, schon 30 Buden in der Liga erzielt hat. Nein, der macht nicht noch ein Freistoßtor. Weg. 20 Minuten noch zu gehen.
Straßen kriegt Freistöße. Jersey, danke für den zweiten Monat mit Prime. Zweiter Monat, wichtigster Monat. Gut geklärt von Cobra. Welcome back, Jersey. Rodrigo Pereira, lauf doch, N'Golo. Warum läuft der nicht so richtig? Unten jetzt. Steck ihn durch. Er steckt ihn. François Xavier. Was war denn das? Konzentration. Ich traue mich nicht zu wechseln gerade. Ich bringe Jovanovic für Lee. Scheiß auf vorne. Kiel gewinnt 3-2, ja. Bruch. Braunschweig nochmal zurückgefightet. Aber es reicht nicht. Flanke. Silva. Mit dem Hinterkopf. Nicht schlecht. 10 Minuten bis zum Pokalfinale, wenn es dabei bleibt. Gewinnen wir endlich mal wieder. Nach jetzt 3 Unentschieden aus den letzten 4 Spielen, glaube ich. Rodrigo Pereira mit ein bisschen Platz über die rechte Seite. Setzt sich durch. Flankt. Aber Palja hat den. Der Keeper ohne Probleme. Wir gehen mal ein bisschen Zeitspiel damit rein. Das hat eigentlich ganz gut funktioniert. Suarez. Ja, Trani, Christensen. Nicht verlieren! Dieser Barbit, der sorgt für ordentlich Alarm. Andreas über die rechte Seite, hat Platz, steigt drauf, legt ab, abgefälscht. Barbit! Falcao reißt die Hände hoch. Mein Gott! Bringt das jetzt über die Zeit, ey. Wir werden eine Verlängerung nicht überstehen, glaube ich. Weg, weg, weg. Ach, Suarez, lass den doch aus. 17-Jährige, der muss noch lernen. So, defensiv. Kein Druck. Barbit, gut von Trani. Andreas. Oh, Suarez. Durchschnauf. Sehr wichtig, Rodrigo Falcao. Die letzten Minuten laufen. Kein Druck. Ja, das will ich denen eben mitgeben. Kein Druck jetzt. Ganz ruhig. Wisst ihr, damit das für die ein normales Spiel ist. Nicht, dass die das Grübeln anfangen. Silva kommt nicht hin. Langer Ball, Barbit. Vogel, überragend. Ich glaube, es wäre aber auch abseits gewesen. Es ist die 89. Minute. In Strassen. 800 mitgereiste Differdinger Ultras. Wollen es jetzt sehen hier. Sie wollen den Abpfiff. Silva kriegt den Ball nicht. Gustavo. Es gibt nochmal die Chance. Gustavo. Verzweiflungsschuss, aber ich glaube, es gibt die Ecke. Da war noch jemand dran. 5 Minuten werden angezeigt, Freunde. 800. Nee, 800. 1100 Zuschauer sind da. 800 Auswärtsfans. Wir haben eine gute Fanbase. 3 Minuten. Alle Mann nach hinten. Jetzt irgendwie den Bums verteidigen. Gay. Passetti. Durchgesteckt. Suarez ist da. Zweiten Ball hat wieder Gay. Nächster langer Ball. Loijo. Wir kommen nicht ran. Wir kommen nicht dazwischen. Es gibt nochmal die Ecke. Eckenspektakel für Strassen. Es ist nicht auszuhalten. Loijo. Rodrigo Falcao. Er hat ihn. 2 Minuten noch. Es gibt den Einwurf für uns, das muss reichen. So blöd dürfen wir nicht sein, dass wir... Hat er den Einwurf jetzt ins Tor ausgeworfen? Hat er. Aber wir stehen im Finale. Schluss aus, vorbei. Wir werden in unserer Journey das erste Mal die Chance haben, einen Pokaltitel in die Luft zu recken. Meine Damen und Herren,
Wahnsinn. Der FC Differdingen steht im Finale. Gegen Niederkorn, also gegen den absoluten Konkurrenten. Niederkorn gegen Differdingen, der 1.6.2025, also in knapp eineinhalb Monaten ist es soweit. Und wir haben die Chance, seit 2014/15 endlich mal wieder den Titel zu holen. Das war eine gute Zeit für uns. Das war eine gute Zeit. Dann kam Düdelingen vor allem, Rassing zweimal, Niederkorn einmal. Da hat wahrscheinlich aufgrund von Corona der Wettbewerb nicht stattgefunden. Und jetzt heißt es Finale. Finale. Da passen 9.386 Zuschauer rein. Das ist natürlich nicht schlecht. Puh, das wird Wahnsinn. Parera, Tor und Vorlage. Unglaublich. Unglaublich. Das ist herrlich, Chat. Hier ist es. Oh Gott, wir spielen zweimal gegen Niederkorn. Ach ja. Das ist ja unfassbar. Das ist ja unfassbar. Aber was ihr auch seht, und daran müssen wir so ein bisschen arbeiten, zwei Gegentore, ein Gegentor, zwei Gegentore. Also die haben jetzt ein bisschen wieder zugenommen. Bei aller Freude sollten wir das nicht vergessen. Das heißt, wir werden so ein bisschen die Defensive damit reinnehmen. Bevor es gegen Mundorf geht. Das ist aber eine Partie, die wir morgen starten werden, Chat. Die werden wir morgen starten. Wir werden an der Stelle jetzt erstmal Schluss machen. Schöner knackiger 2,5-Stunden-Stream nochmal. Wir werden erstmal Schluss machen. Also morgen früh bin ich wieder da. Ich denke auch fast, dass wir mit dem FM starten werden. Und vielleicht, ich weiß nicht, wie lange wir spielen, schaffen wir das hier noch komplett durchzuziehen. Seitdem der 16-Jährige spielt, 17-Jährige, bekommst du mir Gegentore. Ja, da kann ich mir immer was dafür, da macht es eigentlich schon ganz vernünftig. 6-8. Da haben wir ihn gar nicht eingewechselt. 6-9, als Einwechselspieler halt, ne? 7-3, 7-4. Hat er nicht gespielt, das ist okay. Aber das passt. Monnerich 11, Mondorf 14, Edelbrück 15. Die nächsten drei Spiele 9 Punkte und wir sind auch in der Liga ganz dick im Rennen. Aktuell 2 Punkte in der Titus und wie gesagt, Düdelingen bis Titus, da ist alles möglich. Der Rest hat sich abgesetzt und Niederkorn wird wohl Meister werden. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die noch, hoppala, dass die noch patzen, oder? Können wir mal kurz in den Terminplan reinschauen noch. Also ich bin jetzt gegen Wils, den 13., den 16., den 10. und dann 3, 4, 6. Also wenn, würden sie es an den drei Spieltagen verkacken, aber kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Und dann halt das große Finale, ne? Das große Finale, hier steht's geschrieben. Wahnsinn. Castro und Engolo übrigens die Top-Torschützen von uns. Und hier aber natürlich 30 Buden. Noah Koto Mujema. 30 Tore in 24 Spielen. Aber der ist von Sochaux geliehen. Ich weiß gar nicht, wie lange hat er den Sochaux-Vertrag? Bis 27. Das ist schon eine Granate, die sie da geholt haben. Ne? Also der schlägt einen, das ist unfair. Das ist ein Cheat. Aber gut, ich würde sagen, lieber YouTube-Chat und liebe YouTube-Freunde, wenn es euch gefallen hat, gerne ein Däumchen nach oben da lassen. Wenn ihr mehr sehen wollt, lasst ein Abo da und verpasst nichts. Schaut gerne auf twitch.tv/badeschlappenlp vorbei. Da findet ihr die Livestreams, dann könnt ihr da mitentscheiden und live dabei sein, wenn es ins große Finale geht. Wie gesagt, ich weiß noch nicht, ob ich, je nachdem, kann sein, dass ihr das Video ein bisschen später seht, aber ich denke, ich werde am Samstag, den 18. aus meiner Live-Sicht morgen einen Großteil der Spiele machen. Mal schauen, ob wir schon alles hinkriegen. Wahrscheinlich eher nicht. Und dann Anfang nächster Woche, also so gegen 20., 21., 22. rum, wird das da reingehen. Ne? Wird es dann in die Vollen gehen. So, schauen wir mal. In dem Sinn, ihr wisst Bescheid. Wenn es euch gefallen hat und so, Abo da lassen, der ganze Bums. Und dann sehen wir uns die Tage wieder oder morgen oder wann auch wieder ein YouTube-Video kommt. In dem Sinn, danke fürs Zuschauen, habt einen schönen Tag, macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.